Die erste nationale Luftfahrtkonferenz am Flughafen in Leipzig-Halle in dieser Woche hat eines klar definiert: Der Flugverkehr soll in Zukunft noch grüner werden. Bundeskanzlerin Merkel will die Luftfahrtindustrie in Deutschland klimafreundlicher machen. Das fängt an von synthetischem Flugzeugsprit bis hin zu Wasserstoffjets. Dass sich in Zukunft einiges ändern wird und dass derzeit nicht alles so optimal läuft, wissen auch die Luftverkehrsexperten. Die Klimadiskussion hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Flugbranche insgesamt unter Druck geraten ist. Das ist so. Es ist nicht der eigentliche, der tiefere Grund, sondern es ist die Frage, wohin sich das System Fliegen in Zukunft entwickeln soll. Und wir merken doch ganz deutlich, dass wir mit den Antworten, die wir bisher gefunden haben, in Teilen an Grenzen kommen und dass da manches im System neu sortiert werden muss. Ändern könnten sich daher auch die Preise im Luftverkehr. So wird es vielleicht Billigtickets schon bald nicht mehr im gewohnten Maße geben. Hierfür soll eine höhere Luftverkehrssteuer sorgen. Die höheren Einnahmen aus dieser Steuer sollen dann für die Forschung und Entwicklung von CO2-neutralen Kraftstoffen sowie weiteren Maßnahmen verwendet werden. Am Schluss wies Merkel nochmals auf die Bedeutung der Luftfahrt hin, denn in Deutschland seien rund 850.000 Menschen rund um die Luftfahrtbranche beschäftigt.